Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play 4-3. Und damit meine ich nicht die Zahlen 4-3, sondern Angst 3. Ja, wir haben im letzten Part das erste Kapitel abgeschlossen. Uns die Statistik nicht wirklich weiter angeguckt. Aber egal, wir werden das Spiel jetzt im zweiten Abschnitt in den Slums fortsetzen. Und ich hoffe, dass wir vielleicht weniger sterben als beim letzten Mal. Ich weiß es nicht. Ja, bitte. Hallo. Achso, ich muss hier auf Start klicken. Okay. Start erfolgt in 3, 2, 1 und go. Pointman hat sich dazu entschlossen, Jin zu finden. Und führt seinen Bruder auf der Suche nach einem Weg zurück nach Fairpoint. Abschnitt 2. Wow. Ja. Los hoch. Sie kommen. Und ich habe immer noch keine Ahnung, worum es genau in diesem Spiel gehen soll. Waffen scheine ich auch keine mehr zu haben. Ziel: Entkomme aus den Slums, die das Gefängnis umgeben. Finde einen Weg an die Oberfläche. Okay. Ja. Schlag mit offenen Augen auf. Er muss irgendwo hier unten sein. Toll. Die haben mich auch schon gefunden. Ja, fängt ja wieder mal klasse an hier. Okay, scheinbar geht's da weiter. Gibt's hier noch irgendwas zu holen? Nee, nur ein ekelhaftes Wallpainting und ganz viele Leichen. Nicht so lecker hier unten in der Kanalisation. Wir können ein Seelenband machen. Wow, Seelenband erlangt. 1500 Punkte. Was auch immer diese Punkte sagen. Gut. Sieht bis jetzt heller aus. Und wo kommt das Licht her? Da. Wow. Kann man ja fast schon geblendet werden. Taschenlampe? Ne, haben wir nicht. Mehr Licht. Wow. Da guckt man nach oben. Da vorne passiert irgendwas Interessantes. Man kriegt es nicht wirklich. Wenn du eine Möglichkeit hast, dann schieße. Schalte diesen perversen Wichser so schnell wie möglich auf. Ach, leckt mich doch. Oh, ich hab schon wieder Hallos. Das halte eh. Oh, ich geh mal zu. So, ist genug Licht. Hm, kriegen wir die auf? Nein, hier können wir. Ey. Au. Seelenband. Alte E. Ja, ich würde gern nichts gegen Pistole tauschen. Das klingt nach Plan. Mann, ich tue euch doch nichts. So ganz funktioniert der Dolby Surround Effekt von meinem Headset hier nicht. Gut. Was haben wir hier? Wow. Seelenband, bitte. Bitte klär mich doch mal jemand auf, was das sein soll. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. Mein Ruhe! Ich höre was. Ja, hör du mal was. Wow. Kommando, hier Echo 3-1. Wir haben ihn. Bereiten uns auf Betäubung und Transport vor. Was? Wir kommen aus der nordwestlichen Ecke von. Danke. Oh, hi. Das ist ganz schön hässlich. Und blutverschmiert. Naja, mich soll's nicht stören. Ich lebe noch. Vielen Dank fürs Helfen und hi Mädchen. Ja, jetzt habe ich sogar wieder eine MP. Fick dich. Du bist tot.
Oh, das Mädchen ist weg. Schade. Hier können wir ein Seelenband machen. Er hat seinen Kopf verloren. Mann, 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 Mann. Seinen Arm. Also ich finde, so schlimm war es jetzt auch nicht. Gleich seinen Kopf verlieren muss. Das muss. Naja, gut, gehen wir weiter. Hier brennt's. Hier gibt's irgendwas zu futtern. Interessiert uns nicht. Hier geht's weiter. Und hier gibt's Elektroschnöte. Bin nicht dran interessiert. Danke. Ey! Haben wir Licht? Wir haben kein Licht. Ah, jetzt haben wir Licht. Eingreiftruppe Echo hat keine Verbindung mehr. Wenn wir dieses Subjekt nicht bald ergreifen, wird uns das Kommando in der Luft zerreißen. Granate verbessern. Plus eine Granate. Coole Sache. Wir sind jetzt Level 5. Und wir haben eine MP. Und volle Munition. Das ist ja mal richtig Luxus hier. So. Wir scheinen auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Wow. Manchmal kann man sich vor Vögeln erschrecken. Wir sind an der Oberwelt. 3 Meter Abstand. Kommando, Hotel 26 Actual fordert Caster und Becherunterstützung an. Und wieder geht's in die Kanalisation. Erinnert irgendwie so ein bisschen an Half-Life 2. Da kommt auch immer entweder ganz kurz mal oben und dann wieder in der Kanalisation unterwegs. Delta 32, scanne nach möglichen Zielen. Schick Verstärkung rein. Sammler, 15 Munition und Granatenboosts eingesammelt. Oh, wir haben wieder eine Granate. Macht auf, los! Wo abre la puerta? Wow, 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 das war voll schlecht. Ziel links! Hinter den Fässern! Werfe Granate! Nee! Aber Unterstützung, Feuer! Will ich nicht! Scheiße, geht in Deckung! Halte den Rücken frei! Wo seid ihr? Das Kommando, schau doch das Ziel! Bravo 2 vor! Wir haben zu lange nicht mehr gespielt. Bravo 2 vor! Östlich des Säulenplatzes. Genaue Koordinaten werden übertragen. Du bist tot. Ich brauche Hilfe. Gib mir Deckung. Du bist auch tot. Seht eure beschissenen Köpfe runter. So. Da hinten sind aber noch Gegner. Siehst du die Scheiße? Aha. Ich seh dich. Mein... Du musst tot sein. Der ging voll in deinen Kopf. Feuer! Herr Wutzer! Nee! Arsch! Schaut auf das Ziel! Hüllt ihn weg! Kuh! Ich habe Sichtkontakt! Hab ihn! Mann! Ziel auf 12 Uhr! Hinter! Scheiße! Ich war gestern auf der Düsseldorfer Rheinkirmes. Hinter den Fässern! Ich habe mir Motorrad-Stallwandfahren angeguckt. Weil es gestern 2 Euro günstiger war als sonst. Und ich fand 4 Euro war ein cooler Preis dafür. Aber da kriegt man schon irgendwie so einen leichten Adrenalinkick, wenn ein Motorrad in knapp 10 Meter Höhe direkt vor einem am Kopf vorbeifährt. Das ist wow. Und dann stellt man sich ein Stückchen nach hinten auf eine hohe Stufe. Es ist aus! Gib auf! Nein! Hab dich entdeckt! Und es wackelt einfach alles, wenn dieses Motorrad an einem vorbeifährt. Das ist zu krass. Kannst du dich hier nicht verstecken? Kann ich wohl. Verstecken ist zwecklos! Müsste hier irgendwo sein. Da bist du ja! Komm raus! Tot. Scheiße! Zum Himmel! Ich brauche Unterstützung! Du bist auch tot. Oh, Speicher. Cool. Das heißt, wir haben wahrscheinlich alle Gegner hier eliminiert. Energie. Haben wir ja nicht. Ist voll, ist klar, aber Munition geht so langsam wieder zur Neige. Was hast du denn? Hast du noch Munition von uns? Nein. Aber die Kiste hat. Was ist das? Das ist die Shotgun. Mag ich ja nicht so gerne. Nee, brauche ich nicht. Pistole, volle Munition, wunderbar.
Sammler, 15 Munition und Granaten eingesammelt. Och nö. Runter mit euch! Kommando Charlie 68, wow, 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 wow. Panzer und das Fixum trennt ein. Okay. Also nochmal. Zum Glück sind die Kontrollpunkte ja hier relativ nah aneinander. Gut. Nächstes Gefecht. Durchladen und sichern. Wo seid ihr? Ich will den Trigger auslösen. Runter mit euch! Kommando Charlie 68. Schütze Panzer und das Fixum trifft ein. Ah, ich wollte mich in Deckung schmeißen. Gib mir Deckung. Danke. Aufgepasst. Die hohen Tiere des Airport wollen dieses Arschloch so schnell wie möglich erledigt sehen. Lass die nicht entkommen. Weg. Nein, 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 nein! Feuerschutz einstellen! Ich bin kurz vor Tod. Ich will mal ein bisschen registrieren. Ja, danke. Regeneration war das Wort, was ich sagte. Scheiße! Geh zurück, geh zurück! Hey, warum bist du nicht tot? Geh in Deckung! Geh in Deckung! Die Musik ist ja mal richtig cool dabei. So schön chillige Gitarrenmusik. Ah! Wow! Damn it! Unfassbar! Und ich hatte gedacht, die Granate tötet mich nicht auf einen Schlag. Gut, nochmal das. Oh, hi! Ich bin getroffen! Verflucht! Gut, das war gar nichts. Ob wir das heute noch schaffen? Ich weiß ja nicht. In Deckung gehen! Kommando Charlie 68, Schützenpanzer und das Fitzkopf tritt ein. Aufgepasst! Die Hohen Tiere des Fairport wollen dieses Arschloch so schnell wie möglich erledigt sehen. Sonst wohin mit deiner blöden Granate, du Arsch! So. Ich glaube, der ist tot. Der auch, hoffe ich. Bleibst noch du. Ja, ich bin getroffen. Ja, komm raus. Ah. Er hat die komplette Eingreiftruppe ausgeschaltet. Schick Verstärkung. Granate. Ja, ich laufe auch immer durch die Wand. Gott verdammt. Drecksack. Warum könnt ihr das? Du bist tot. Hinter der Wand. So, ich lebe wieder. Überprüfe es. Du bist tot. Schön. 10 Abschüsse aus aktiver Deckung. Wow. Was hast du dir so gedacht? Erstmal, ob es hier noch irgendwas zu finden gab. So, Seelenband. Oh, Wein finden wir hier. Wein. Die Granate hat es total geschafft. Gut. Das war jetzt nicht das Ziel. Aber wenn du meinst, dich ein bisschen aufzulösen, dann löst dich halt auf. Ja. Wow! Bist du tot?
Bis.